Na dann, zurück und willkommen wieder mal bei Shadowrun Returns. Und das Ganze, ja, nimmt langsam Formen an. Ne? Ist jetzt schon der dritte Mod? Ja, wollen wir schauen, was die Schamanin... nee, Moment. Ich muss mich erst wieder orientieren. Ach ja, ich muss... Ich muss erstmal zurück zur Union. Und da... Ah, Moment. Bevor ich das mache, verteile ich mal ein bisschen Karma. Pass auf. Was ist denn überhaupt? Sind es da so Wegmarker? Oder... Moment. Wir könnten auch... die Trefferwahrscheinlichkeit nochmal erhöhen. Zusätzlicher Waffenslot. Wenn ich bereits freigeschaltet. Zusätzlicher Waffenslot? Ja, einen zusätzlichen Waffenslot? Nehmen wir, ne? Mehr geht erstmal hier nicht. Wollen wir 6 Karma haben? Achso, es geht bis hierhin. Aha. Achso, jetzt verstehe ich. Dann kann ich ja hier oben... Na, hier oben kann ich immer machen. Na, warte mal, wenn das eh erstmal bis hierhin geht. Wie ist denn das eigentlich mit dem Ausweichen da unten? Das ist... Ah, das ist auch am Ende. Ach, und deshalb... konnten wir hier wahrscheinlich nicht weiter, ne? Nee, aber hier... Ach so, hier, das ist auch am Ende. I understand. Sieben. Nee, wartet mal. Ich nehme dann trotzdem nochmal... das hier. Okay. Gut. Jo, was? So, und dann gehen wir... Weil hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht wieder rein. Dann gehen wir raus. Als ich die Lagerhalle gerade verlasse, piept mein Comlink und das Gesicht von Coyote erscheint auf dem Bildschirm. Coyote sieht angespannt aus. Hey, hey, Catwin! Bist du gerade arg beschäftigt? Nee, eigentlich werde ich nur von Lone Star malträtiert, üblicher eben. Ich höre. Sie presst die Lippen aufeinander. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich wurde im Royal geboren. BGL-Dealer wie Stevie J waren die Bosse dieser Absteige, herrschten praktisch über mich, als ich aufwuchs. Ich erinnere mich. Sie sieht erleichtert aus. Wiss. Hä? Ich habe einen Cousin namens Gino. Er wird schon seit Monaten vermisst, ist vor einem Jahr in die Sprawls abgehauen und hat sich dort mit ein paar Chunkies zusammengetan. Üble Gestalten, sag ich dir. Sie haben dafür gesorgt, dass er von hochgepushten Dreamchips abhängig wird und ihn für alle möglichen Dreck eingesetzt, aber versucht ihm zu helfen, aber er hat... mich nur weggestoßen. Ja, und dann ist er verschwunden. Seitdem jage ich die BTL-Labore in die Luft, in der Hoffnung, ihn zu finden. Das weiß ich eigentlich schon. Ich rate jetzt einfach mal, du hast eine neue Spur, oder? Das ist keine Spur. Ihr Gesicht erhellt sich. Ihre Worte werden immer schneller und sie redet sich in Rage. Dieses Mal... Das weiß ich ganz genau, wo er ist. Ein alter Freund hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich mache mich gerade auf den Weg. Paco, er ist bei mir, aber ich könnte noch eine helfende Hand mehr gebrauchen. Bist du dabei? Ich brauche dich. Jetzt! Ich arbeite gerade in der Ripper-Sache. Nee, ich bin auf dem Weg. Ah, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich schicke dir die Adresse. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir. Ah, danke. Ah, danke, dass du gekommen bist, Catwin. Ich schulde dir was.
Ja, null Schienen. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ja, man weiß nie, mit was man für einen Widerstand in diesen BTL-Absteigen rechnen muss. Ihre Miene hält sich jetzt ganz auf. Ach, ey, hör mal, ich habe gute Nachrichten für dich. Es geht um Sams Schwester Jessica. Einer meiner Kontakte hat sie nämlich gefunden, während du hierhin unterwegs warst. Ich habe sie angerufen und gebeten, dich später in der Union zu treffen. Ich hoffe, das hilft. Gute Arbeit, danke. Sie sieht mich. Moment, sie sieht mich an. Ein sanfter Ausdruck zieht auf ihr vernarbtes Gesicht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Also gut, lass es uns hinter uns bringen. Mein Cousin Chino sollte in einer der Absteigen hinter der Tür dort drüben sein. Nach dem, was ich gehört habe, haben sie da drinnen ein ganzes Labor. Meiner Erfahrung nach hält draußen üblicherweise jemand nach dem Bullen Ausschau und im Inneren befindet sich eine Wache. Na, wie schon gesagt, keine Ahnung, wie viel Widerstand wir zu erwarten haben, aber die Kerle, die sind richtig übel. Also pass auf. Ich will nur rein, Chino finden und wieder raus. Hey, ich bin dabei, Babe. Komm, lass uns loslegen. Ja, Bako. Es ist schön, dass du dabei bist. Sagt mal, kann ich euch auch ein bisschen ausrüsten? Baseballschläger hast du. Und hast gar kein Outfit. Kann ich euch denn nicht aus dem Vorrat ausrüsten? Ich habe nämlich noch so ein Outfit. Die hat immerhin eine Schrotflinte. Die nehmen wir gleich in die Hand. Was ist denn da noch? Rauchgranate, okay. Und Schockgranate, auch okay. Du hast eine Schockgranate, okay. Naja, gut. Sind wir ja gar nicht so schlecht ausgestattet, ne? Jo, ne. Gut, dann, jo, auf geht's. Wir schauen mal, was der BTL-Zeitarbeiter hier sagt, also der Zeitarbeitsfirma. Der Ork sieht etwas unruhig aus. Seine Augen rollen wild in den Höhlen. Er mustert uns drei und schaut, ob noch mehr Leute da sind, befeuchtet seine Lippen und nickt durchgehend, als würde er eine innere Checkliste durchgehen. Hoi, hoi. Wie geht's denn so? Perfekter Tag für einen Ausflug, oder? Coyote beugt sich zu mir und flüstert. Hey, er ist ein Zeitarbeiter. Tauscht Arbeitszeit gegen Chips. Halb Verkäufer, halb Aufpasser. Hat wahrscheinlich ein Signalgerät für die Leute da drinnen. Na, Lust auf einen Trip? Du verkaufst also BTLs, oder? Ein schiefes Grinsen macht sich auf seinem Gesicht breit. Aber ja, Kammer. Aber ja. Better than life. Auf jeden Fall better. Dreamchips. Simstim. Simsin. Ohne Grenzen nach oben. Ich rede hier von dem hochwertigen Zeugs. Hochwertiger Intensität. Wie funktioniert es hier? Wo steige ich ein? Das ist der beste Teil, der beste. Das hier ist auch ein Labor. Hier werden die neuesten Sachen getestet. Der heißeste Scheiß. Man kann sogar was in Auftrag geben und sie machen es für dich. Kauft bei dem Typen an der Tür eure Karte und ich bringe euch rein. Und hol euch wieder raus. Wann immer ihr wollt, dann könnt ihr euch einen Beetle besorgen und euch gleich einslotten. Unsere Jungs passen auf, während ihr angeschlossen seid. Ist ganz sicher, Kammer. Ganz sicher. Was für Trips bietest du denn eigentlich an? Wir haben die ganze Palette. Alles. Wirklich alles. Ja? Worauf hast du denn Lust? Willst du ein Verbrechen begehen, einer von den Bösen sein, kriegen wir für dich hin. Oder ist das nicht so deins? Willst du ein Held sein? Sei ein Held. Wir haben hier einen Märchentrick, auf den alle Kammer abfahren. Sag einfach was. Und du kannst slacken und frecken. So wie du willst. Das einzig Wahre, nicht slacken, frecken.
Frecken. Egal, wohin der Trip geht, Hauptsache es wird geslaggt, oder? Coyotes Blick wird steinern und ihre Pupillen werden zu kleinen Nadelstichen des Hasses. Ihr macht auch Snuff, oder? Der Zeitarbeiter schaut sich um, etwas nervöser diesmal. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn der Preis stimmt. Dann kannst du es fühlen, wie es ist zu sterben, wie es ist zu töten. Glaubst du nicht, dass du den Leuten mit diesem Dreck schadest? Er hört auf, mit den Augen zu rollen, fokussiert mich und ist auf höchste Alarmbereitschaft eingestellt. Hey, das nimmst du aber jetzt zurück. Den Scheiß solltest du echt zurücknehmen. Das ist Sprollbiss, Kammer. Das ist der Biss des Volkes. Vom Volk fürs Volk. Es ist für das verdammte Volk, also Schluss mit dem Scheiß. Außer ihr seid auf Schmerzen aus. Ich schlag ihn einfach. Ey, ich hab die Schnauze voll. Von dem Zeugs. Stehst du wieder auf? Glaskin. Glaskin. Ja, dann haben wir es so geregelt. Ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Wer bist denn du? Die Frau ist vermutlich so um die 30, doch sie scheint frühzeitig gealtert zu sein. Sie blickt uns sorgenvoll an. Tut es nicht. Tut es nicht, Leute. Slottet nicht diesen Dreck, den sie euch verkaufen. BTLs bringen euch um. Diese ganz besonders. Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen. Sie streicht ihr Haar zurück, um es dir zu zeigen. Keine Implantate. Dann schmälern sich ihre Lippen und ihre Augen schimmern, in ihren Augen schimmern Tränen. Das tue ich. Ich weiß davon. Ich habe meinen Mann verloren und meinen Sohn. Meine Tochter, sie benutzt sie nämlich für Aufnahmen. Tränen laufen ihr Gesicht herunter. Hast du eigentlich eine Passkarte, um hier reinzukommen? Nein, nein, nein. Aber Jamal hat die Karte meines Sohnes. Hat sie von ihm abgenommen, als sein Gehirn gebraten wurde. Jamal ist da drüben. Ich weiß nicht, ob er sie dir geben wird, aber das müsst ihr unter euch ausmachen. Sag mal, wie gut ist eigentlich dieser Laden bewacht? Sie sieht sich um, verängstigt, flüstert. Hey, sie nehmen das ernst. Dieses Labor steht unter dem Schutz der Yakuza. Oh Gott, die japanische Mafia? Oh Mann. Wie viele? Und was für Waffen haben sie? Na, zuerst ist da der Typ, der an der Tür, Charlie, er verkauft die Pässe. Für den Eintritt. Er ist nicht so hart, ist auf einem Auge blind. Dann gibt es noch etwa 5 andere. 2 von ihnen sind echt übel, mit allen möglichen magischen Symbolen eingedeckt. Sie ist aufgehypt, Coyote, zu allem bereit. 5 oder 6? Nicht übel. Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Befinden sich eigentlich Chipheads im Labor? Ja, jeden Tag, jede Nacht. Und sie können euch gefährlich werden. Chipheads? Gefährlich? Sobald jemand gechippt ist, können sie ihm jedes Programm rüberschicken, das sie möchten. Damit können sie alles Mögliche tun lassen. Sie in Huren verwandeln, Mörder, alles. Sag mal, wir suchen einen Typen namens Chino. Kennst du den zufällig? Wer kennt den nicht? Der ist die ganze Zeit hier. Chino arbeitet auf Zeit. Tauscht Arbeitsstunden gegen Chips. Ich habe ihn heute Morgen reinkommen sehen. Er ist bisher nicht wieder rausgekommen. Also schätze ich, dass er gerade einen Dreamchip slottet. Wir gehen immer weiter. Danke für die Information. Heieiei. Chino, du alter Sack. So, wir müssten jetzt Jamal finden. Wo solltet ihr nochmal sein? Sprechen wir erstmal hier mit dem Türsteher.
Charlie ist ein Ork mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck und einem milchig-weißen Auge. Gefühllos trägt er sein auswendig gelerntes Verkaufsgespräch vor. Braucht ihr einen Bass, 50 Nyen pro Nase, 150 Nyen für alles zusammen. Damit könnt ihr nach Belieben ein- und ausgehen. Ihr könnt eure Chips direkt im Labor slotten. Und wir sorgen für eure Sicherheit. Die BTL-Chips selbst sind nicht im Bass erhalten. Sie können im Labor für unterschiedliche Preise erstanden werden und halten etwa 3 Stunden an. Ich schlag ihn gleich. Pass auf, wir probieren es mal mit Stärke. Ich fixiere ihn. Ich glaube, das ist fast wie so ein Jedi-Trick, ne? Ich glaube, wir brauchen gar keine Pässe. Wir können vorbei. Was meinst du? In seinem guten Auge blitzt Furcht auf. Nö, ist schon gut. Ich sehe euch dann, wenn ihr wieder rauskommt. Okay. Ihr bräucht aber noch Jamal. Jamal hat den Blick eines Langzeit-Chipheads. Ausgezehrt, hohlwangig, doch auch hungrig, verzweifelt. Hey, was guckst du denn so? Es heißt, du hast eine Passkarte. Das stimmt. Ich habe sogar ein paar. Verkaufe sie zum Spottpreis. Bei Charlie kosten sie nämlich 50 Nyen das Stück. Aber bei mir kriegt ihr 3 für 100 Nyen. Ne, Moment mal. Wir brauchen doch gar keinen Boss mehr, oder? Wir sind doch schon drin.